Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Melee! Hier beim Stage-Bewertung mit Pilzkönigreich Regenbogenraserei! Ein Stage, die auch schon in Super Smash Bros. Brawl wieder erschienen ist. Hat sie jetzt verdient? Ist sie wirklich so gut, dass sie nochmal erschienen ist? Ich kann sagen, ja, die ist ziemlich interessant. Wir schauen uns hier erstmal an. Wir haben hier eine Base, eine Basis, nicht das Schiff. Und zwei durchschlüpfbare Plattformen, nicht der Mast. Ansonsten gibt es hier nichts. Wir bleiben erstmal auf dem Schiff. Und ja, das ist eine Scrolling Stage. Normalerweise mag ich sowas ja nicht. Aber Regenbogenraserei ist sehr cool. Ist ja natürlich auch an Super Mario 64 angelehnt. Was ja auch eine Scrolling Stage im Prinzip war. Scrolling Level. Man muss ja immer dahin, wo die Teppiche waren, wo die einen hingeführt haben. Konnten sie ja jetzt auch nicht so frei bewegen wie in den anderen Stages. In der anderen Welt meines Mario 64. Deswegen ist es hier echt cool gemacht. Ja, auch mit, wie gesagt, mit diesen Elementen aus Mario 64 hier. Die Teppiche, die Donutblöcke, die weggehen. Und auch gleich die Schiffschaukel und alles nett hier mit Regenbogen und schönen Hintergrund. Es ist ja eine himmlische Atmosphäre hier. Ja, es passt echt sehr gut. Ich mag die Stage. Allerdings gibt es auch Kritik hier. Nämlich ist es ziemlich schwierig, da drauf zu kämpfen. Man muss sich hauptsächlich nur aufs Überleben konzentrieren. Es geht nur hauptsächlich darum, wer der beste Jump'n'Run-Spieler ist, weil ihr seht ja schon, da sind teilweise ziemlich schwierige Jump'n'Run-Passagen. Da habe ich als Kiddie verzweifelt, wo ich Melee das erste Mal gespielt habe, diese Stage. Habe ich verzweifelt. Weil die Passagen schon nicht so einfach sind. Und ja, hier ist eine Ecke, wo man ein bisschen fighten kann und dann halt nur auf ein Schiff. Ansonsten nicht. Insgesamt sehe ich die Stage allerdings als ziemlich gut an. Ich habe damals eine 2 gegeben, das werde ich auch wieder machen. Also der Punkt dazu ist, dass man einfach nicht so gut drauf kämpfen kann. Und die Spielbarkeit gehört natürlich dazu. Gameplay macht sehr viel Spaß. Was war das? Was war das denn? Ja, das meine ich. Die letzte Stelle ist auch sehr knackig. Aber zusammenfassend kann ich sagen, es ist ein sehr gutes Stage. Passt zum Original Super Mario 64. Und ja! Ein bisschen Kritik halt, weil man nicht überall gut kämpfen kann. Aber ansonsten schöne Elemente aus Super Mario 64. Und macht Spaß. Deswegen eine glatte 2 für Regenbogenraserei. Ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Stage. Haut rein, macht's gut und ja, lasst euch wieder blicken hier bei Stages.